Präsidentin, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ihr sogenanntes Rentenpaket ist vor allen Dingen eins. Eine verpasste Chance für Verlässlichkeit im Generationenvertrag, die Bewertung der fehlenden finanziellen Tragfähigkeit Ihrer Leistungsversprechung in der Wissenschaft ist völlig eindeutig. Es ist albern, sich für dieses sogenannte Paket hier selber zu loben. Vor allem aber ist es eine verpasste Chance, die Rentenentwicklung, auch das ist Verlässlichkeit im Generationenvertrag, auf eine breite parlamentarische Mehrheit zu stellen. Früher sprach man vom Rentenkonsens. Wir sind zu einer solchen Zusammenarbeit bereit. Wir haben dem Rentenpaket 1 zugestimmt, als es um die Angleichung von Ost-West-Renten, um bessere Erwerbsminderungsrenten geht. Sie hatten auch ein Werkzeug an der Hand für eine solche breite Mehrheit. Den Bericht der von Ihnen selbst eingesetzten Rentenkommission in der letzten Legislaturperiode. Darin war vorgeschlagen, die Leistung in konkreten Zeiträumen und in konkreten Korridoren zu überprüfen. Damit hätten wir einen Weg geschaffen, zugleich mit einer kraftvollen Verbesserung, wie sie die CDU vorschlägt, einer individuellen kapitalgedeckten Zusatzversorgung mit besonderer Unterstützung niedriger Einkommen, eine auskömmliche Altersversorgung sicherzustellen, ohne die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in unserem Land zu überfordern. Sie haben für diese Vorschläge gedankt und sie vom Tisch gewischt, weil sie in Wahrheit nicht interessiert sind an einem solchen Konsens. Sie legen heute einen Vorschlag vor, bei dem eine der drei Koalitionsfraktionen erklärt, es sei so überhaupt nicht zustimmungsfähig. Und in einer seltenen Einmütigkeit sagt die Wissenschaft zu ihren Plänen ein klares Nein. Bert Rürup, wahrlich ein Experte und ein Mitglied Ihrer Partei, sagt, mir ist kein Experte bekannt, der Scholz Rentenpolitik für eine gute und richtige Idee hält. Kein Experte, sagt der Sozialdemokrat Rürup. Und Martin Werning warnt davor, die Dramatik der demografischen Entwicklung zu ignorieren. In einer Zeit, in der wir wieder um jeden Arbeitsplatz ringen müssen, ist Ihnen der Anstieg der Beiträge egal. In einer Zeit, in der jede Haushaltsaufstellung bei Ihnen ein Schwanken zwischen Verfassungsbruch und Koalitionsbruch ist, ist Ihnen der wachsende Bundeszuschuss egal. Das ist nicht Politik der Verlässlichkeit, das ist Politik nach dem Motto, nach uns die Sintflut. Und das ist das Gegenteil von Verantwortung. Sie interessieren sich nicht für die nächste Generation. Sie interessieren sich fürs nächste Wahlplakat. Und das ist schäbig gegenüber den jungen Leuten. Und dazu gehört, dass Sie bewusst die Unwahrheit behaupten über die Position der Union. Friedrich Merz hat wiederholt eine Rente mit 70 als Regelalterseintrittsgrenze abgelehnt. Klar gesagt, dass das mit uns nicht zu machen ist. Sie erwecken wieder den gegenteiligen Eindruck. Wir ringen über die Frage, wie erhöhen wir die Rente? Wir wollen sie erhöhen. Sie verbreiten über Ihre Fraktion, dass wir sie kürzen wollen. Das ist Fake News, Wahlkampf auf Fraktionskosten. Ich hoffe, der Bundesrechnungshof sieht sich dieses schäbige Spiel einmal an. Es gab eine Zeit, da haben Sozialdemokraten hier im Plenum Franz Müntefering und Ulla Schmidt den Rücken gerade gemacht und gesagt, der Nachhaltigkeitsfaktor ist ein Gebot rentenpolitischer Vernunft und der Generationengerechtigkeit. Heute wollen Sie den Nachhaltigkeitsfaktor entsorgen. Sie entsorgen damit auch die rentenpolitische Vernunft Ihrer eigenen Partei, meine Damen, meine Herren. Und es ist doch kein Zufall, dass ein liberaler Kollege sagt, Ihr Gesetz geht in die komplett falsche Richtung. Wörtlich komplett falsche Richtung. Das ist nicht mit ein paar Schräubchen im Gesetzgebungsverfahren zu machen. Die Wissenschaft rechnet vor, ab welchem Jahrgang die junge Generation trotz steigender Renten dazu zahlt. Und deswegen macht es keinen Sinn, ein paar Schrauben zu drehen. Ihr Paket ist eine Mogelpackung. Es muss abgelehnt werden. Und ich kann den Liberalen nur zurufen, eure Überzeugung sollte auch euer Abstimmungsverhalten bestimmen. Denn wir brauchen einen Neustart in der Rentenpolitik. Und dafür ist es am besten, die Ampel geht in die Rente. Herzlichen Dank.